Ich habe einen scheiß miesen Charakter. Und das möchte ich Ihnen mal sagen, ehrlich? Ins Gesicht. Ehrlich? Vor Ihrer Frau, für Ihre Freunde. Und sowas macht man nicht im Besser. Was macht man nicht im Besser? Den Charakter ausspielen, was Sie haben, einen dreckigen Charakter. Ein wirklich dreckiger Charakter. Das muss ich sagen. Vor allem, Sie haben einen dreckigen Charakter. Und ich sage Ihnen was. Ich bin 33 Jahre alt. Ja. Ich bin Chef im Außendienst bei der Firma Bosch Siemens. Aber was Sie machen hier, was mache ich? Einen dreckigen Charakter ausspielen, andere ausspielen, mit einem Feeling hier, wo Sie meinen, Sie müssen Ihre Macht ausspielen, nicht mit mir. Nicht mit mir. Und jetzt verlasse ich diesen Tisch. Aber ich glaube, Ihr Gesicht merke ich mir. Das glaube ich schon. Ich werde nicht mal mehr den letzten Wochen hier essen. Ich werde den Außen bezahlen. Aber Sie, Ade. Da ist er mit seinen Kreuzfahrten noch eine Stufe höher wie Sie. Mach das Handy jetzt bitte weg. Wer von uns der miese Charakter in der Form? Nein. Wir hören nicht auf. Ich habe sie als Sie bezeichnet. Und keine Stab sie hinstellen. Das brauchen wir nicht diskutieren. Nein. Ja, wir sind das nicht ausdiskutieren. Ja, selbstverständlich. Sie sind bestimmt nicht im Außendienst vom Bosch. Verstellen Sie sich anders verhalten. Muss ich mir sowas sagen lassen? Ja, das müsste ich Ihnen sagen lassen. Ja, ich glaube, ihr müsst jetzt noch einen Weg bringen. Nein. Gehen Sie noch woanders hin, das ist schon besser. Wenn Sie noch eine schöne Arbeit, gell? Warum heulen Sie mir eigentlich, schreien Sie mir eigentlich hinterher? Wissen Sie, was Sie sind? In Ihrem Alter würde ich mir mal vorsichtig sein. Wenn ich älter als Sie, gell? Nutze Ihre Informationen. Endlich hat's Platz.